Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in IFC24, in der Spielerkarriere weiter geht's. Und wir sind mit Mallorca nach wie vor souveräner Tabellenführer und im Finale des Copa de España, wo wir auf Barça treffen, den aktuellen Tabellenzweiten. Also ja, so sieht generell die spanische Liga auf Valencia auf dem Neuen. Das ist nicht so cool. Hätte die gerne noch weiter oben, aber ja, mal schauen. Und ja, ich knacke immer noch den Re bin immer noch im Spuren von CR7s Rekord hier. Den meisten Toren. Ein Torrekord und der La Liga außerdem mit Finnland gut dabei. In so einer Todesgruppe, wo man eigentlich erwarten würde, Finnland ist letzter oder vorletzter. Dank meinem Char sind wir auf einem guten Weg. Ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Ne? Kann einiges gehen. Kann einiges gehen. Ich denke auch, entweder England oder Italien fliegen raus nach der aktuellen Form. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Erstmal geht es weiter gegen Deportivo. Und ich gucke auch mal, habe ich den Torrekord schon geknackt oder müssen wir den noch knacken? Also ist sehr, sehr wichtig zu wissen für mich. Nee, ein Tor fehlt noch, dann ist er eingestellt und mit zweien habe ich ihn geknackt. Also easy. Kann man eigentlich sagen. Mehr will ich gar nicht wissen. Mehr will ich gar nicht wissen. Außer vielleicht noch so Marktwert im Auge behalten. Oh fuck, wir sind nicht fit alle. Das ist auch nicht gut. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist nicht gut. Ich kann schon gar nicht gut. Das Spiel kannst du mal laden. Ich bin schon nebenbei was am machen, also. So, kurz. Okay, einmal hier den Pokéball, einmal hier, zack. Müsste so funktionieren, hoffentlich. Wobei nicht ganz. Ja, doch, funktioniert gut. Manchmal ist ja doch Verlass auf meine Tools. Was nehmen wir als Ziel mit? Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Dribbelns Erfolgquote easy, Schuss aufs Tor easy. Sollte alles kein Problem sein, aber wir gehen auf die Bewertung. Wir gehen auf diese Gesamtbewertung. Von 9,0. Denn ich will wie immer eine gute Leistung abliefern. Eine geile, eine großartige Leistung abliefern, um halt auch wieder Spieler des Tages zu werden, Spieler des Monats, Spieler der Saison vielleicht sogar. Wobei, das könnte ich sogar, ne? Spieler der Saison. Müsste ich sogar gute Chancen haben. Drauf, weil ich mache die meisten Tore, ich mache noch Vorlagen und so in letzter Zeit ja auch. Ja. Darf man nicht vergessen, also Torrekord wird gebrochen höchstwahrscheinlich. Weil ich meine, zwei Tore, wir haben noch so viele Ligaspiele vor uns. Unter anderem das Rückspiel gegen Barca, das steht ja auch noch offen. Also so viele Spiele noch. Eins davon ist heute und hier gegen Deportivo. Aber wir spielen wohl zu Hause? Habe ich gar nicht drauf geachtet irgendwie. Aber ist ja auch egal, weil ich bin gerade eh nicht ganz on point. Super. Ah, die Fans sind hyped auf jeden Fall. Man, Pictures und so, aber gut, wir können es auch nicht hyped sein. Mike, Malle auf 1. Malle auf 1 einfach. Hier sehen wir unsere die Teamkollegen von Sascha Wheel, dem legendären Boy. Isco auf der Bank. Hä, nicht mal von Anfang an einsetzen, also echt, ey. Ich meine, der ist nach Sascha Wheel der, der am besten abliefert, der Isco. Also, sollte man den meinen, der wird eingesetzt hier. Aber nö. Scheint wohl nicht. So. Oh, geht los. Na gut, dann. Let's go. Grüne Trikots, wusste gar nicht, dass sie welche haben. Kannte nur die Heimtrikots von, glaube ich zumindest, oder war das wer anders? Oh shit, da wollte ich gar nicht hinspielen. Ich wollte nach Dings spielen, nach, ja, Aufmerksamkeitsproblem gerade gehabt. Wird direkt ausgenutzt hier. Das ist nicht gut. Das keine Fehler machen. Leute, hallo. Hallo. Nicht blöd rumstehen. Alter, diese Gurkenabwehr. Gurkentruppe einfach. Sehr gut. Wenigstens weg aus dem eigenen Strafraum. Ah, fast den Ball gewonnen. Ah, shit. Gönn, gönn, gönn. Gut. Das habe ich das Auge.
Ja, super. Kommt sonst schlecht dabei vom Teamkollegen, ey. Ach Mann, ey. Leute, einfach mal Fußball spielen. Nicht wie ein Kreisliga-Team verhalten. Kriegen wir in letzter Zeit auch hin. Warum gegen Deportivo am Reinscheißen gerade? Ich versteh's nicht. Das ist nur Deportivo. Ja, schön, dass zur Ecke geklärt worden ist, aber sind wir anfällig noch. Nein, nicht in. Als ob ich ganz nah ins Tor rein will. What the hell? Das habe ich so nicht gesteuert. Ich habe auf Linie gesteuert. Na gut. Steuerung ist eh so eine Sache. Genau. Warte. Hier. Ich bin nochmal. Dann lauf du durch. Nee, super. Danke, sehr gut. Gib. Gib. Ist eh keine Idee, Kumpel. Aber ich. Und jetzt flanke ich ihn einfach rein. Ah, oder auch nicht. Schade. Ja, war ein bisschen zu schlecht geflankt, zu weit in den Torwartraum da. Klappte, wie man der Wolf-Krieger gesehen hat, aber naja, nicht immer. Muss der Keeper halt schon abgelenkt sein. Oder so. Da vorher gefordert, teuer ich da geschubst worden bin? Ey, meine Fresse. Ah, da wird gepfiffen, du mieser parteiischer Hurensohn. Echt, ey. Wo ich gezogen wurde, nö, interessiert mich. Nein, 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 nein! Kein Gegentor gegen scheiß Deportivo. Meine Fresse. Immer diese Gurkentruppe da, ey. Manchmal hätte ich gerne Kreisliga-Abwehr hier. Kann auch nicht schlimmer sein als das hier. Was die Abwehr hier veranstaltet, ey. Ich ging gerade zu dem Ball gewonnen, ey. Das bei der Überzahl da. Hier. Baba Spiel. Ah ne, das war nicht Baba, oder? Ne. Ne, Baba ist da, okay. Herr Teuer rennt erstmal ins Abseits, super. Aber renn noch weiter, Kollege. Ey, das hasse ich so bei meiner KI, ey. Jedes Mal Abseits wird weitergerannt. Ist ja noch nicht genug. Ist ja noch nicht genug. Bestätigung muss ja auch. Ja, als ob ich den Ball nicht gewonnen habe. Als ob ich da den Ball nicht gewonnen habe. Das kann mir nicht zählen hier. Hallo. Hallo! Ihr Hurensöhne, spielt doch mal Fußball, meine Fresse. Fuckt mich das ab. Schlechter Abwehrverhalten jedes Mal. Müssen auch für 10 Leute einen Mann decken, weil sie es nicht auf die Kette bekommen oder was? Meine Fresse, ey, diese Abwehr ist. Ich weiß echt nicht, ob die schlimmer ist wie die Wölfe-Abwehr, also von der. Na, wobei, da hast du wenigstens Lichtblick in der Wolf-Trainerkarriere, wie dieser Oliver, den wir neu haben, den Jugendtalent, wie Jennings, auch ein Jugendtalent, wie Doucouré, den wir mal hatten. Und, wie auch Fonzie Davis und so. Oder auch Messi und Fontaine. Oder Ramos ab und zu. Also, ja, wie bisher zumindest größtenteils Ramos, wobei nicht Ramos, wobei Ramos nicht unbedingt größtenteils, aber Ramos hat schon gut gespielt bei uns. Fontaine und Messi auch. So größtenteils haben die drei gut gespielt, aber. Und Fonzie Davis ja auch, genauso wie halt Jennings. Und Oliver hat bisher nur geil gespielt, also. Ah, Niemi war auch nicht, glaube ich. So, mal schauen hier. Mal schauen hier. So. So. Spiel. Genau, Opfers. Ich bin der Taktgeber. Der. Ja, genau, verliere ich den Ball, Alter. Ich konnte nichts drücken, ihr Hurensöhne von EA. Meine Fresse. Kriegt doch mal das Scheiß-Game auf die Kette. Kriegt doch mal überhaupt irgendwas auf die Kette, Scheiß-Drecks-EA. Nee, verlierst den Ball, weil du bedrängt wirst und nichts dagegen machen kannst, oder was? Ah, faires Gameplay, ne? Ja, gerade habe ich den Ball vor lauter Wut zu früh gefordert, ey. Das war schlecht von mir, aber gut, was kannst du auch anders erwarten beim Drecksgame? Da kannst du nur wütend sein die ganze Zeit, ey. Meine Fresse, ey. Hast aber auch nicht hinbekommen, mal für ordentliches Gameplay zu sorgen, ey. Echt, ey. Kriegst du kaum. Ja, super Abwehr. Seid ihr eigentlich blöd oder so? Warum kommt der schon wieder, der Zirkzieher, zum Schuss? Seid ihr scheiße oder was? Geht in die Kreisliga. Meine Fresse, ey. Kann der mal andere Abwehr auch einsetzen, ey. Als ob es da nicht mehr in der Mannschaft gibt. Ich krieg dies ja hin. Meine Fresse, ey. Immer dieselben Trottel einsetzen, die nichts können, ey.
Mach das Ding. Easy. 1-0, let's go. Tolle Vorlage, ja, definitiv. Uns mit viel Wut verbunden war. Sehr gut da, der. Aber wenn ich ja Midi den auch gemacht hätte, aber passt schon, so ist ja auch egal, wer die Dinge am Endeffekt macht. Hauptsache, wir holen uns die Meisterschaft und die Copa de España. Das ist eine einmalige Gelegenheit für Mainscher sowohl als auch für. Wobei Mainscher nicht unbedingt, der hätte Möglichkeiten, wenn ich mich entschließen würde, zum Top-Club zu gehen, aber für Mallorca ist die einzigartige Gelegenheit. Aber gut, wir werden nicht zu einem Top-Team gehen. Das lasse ich nicht zu. So. Genau, ciao, sehr gut. Haben wir immerhin eine 1-0-Führung. Genau. Ah, da der Tuil. Zeugt sie ja. Kam zu Gelegenheiten. Müssen wir, aber ist noch nicht in trockenen Tüchern, der Scheiß hier. Und meine Ziele habe ich auch noch nicht erfüllt. Nee, ich habe noch keinen Schuss aufs Tor gebracht. Das ist bitter. Muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Alter, ey. Schon wieder kleben sie mir am Arsch, ey. Wie scheiß Insekten, ey. Danke. Sehr gut. Sehr gut, Chemedi, Junge. Chemedi weiß Bescheid, auch wenn es leider schade ist, dass es nicht drin war, aber das war gut gemacht von Chemedi. Er wusste einfach genau, was ich vorhab. So, er kennt mich einfach, der Boy. Was? Nein? Lieber abspielen. Ah, nice. Zweiter Schuss. Einen brauche ich noch. Komm, gönn. Gönn, gönn, gönn. Junge, gönn doch, du Hurensohn. Weswegen führen wir wohl? Meinetwegen. Hier. Zurück. Danke. Ah, shit, Arschloch, ey. Block den Ball ab, ey. Meine Fresse, ey. Macht er doch mit Absicht. Gönnt mir keine Spielzeit, ey. Gönnt mir keine Spielzeit. Machen Sie mit Absicht. Nicht um, ey, ein Gegentor zu verhindern, sondern nur, damit ich keine Spielzeit bekomme. Ja. Merkt schon, die arbeiten auch für Barca, die Schweine. Ja. Ich und die Conspiracy hier. Wollen Barca helfen. Warum auch immer man Barca helfen wollen würde, außer die werden dafür bestochen oder so. Ja, werden dafür bezahlt, natürlich. So sieht das aus, aber es wird uns nicht aufhalten. Könnt euch von denen bezahlen lassen? Ist mir egal, ihr seid trotzdem scheiße. Genauso muss das. Schuss gefordert, dann wird er reingemacht. Auch wenn ich gerne geschossen hätte, aber ist okay. 2-0-Führung ist da. Let's go. Baba. Der Baba, der macht das Ding. Den kommen wir Nullwertung. Easy. Ach komm, ey. Das war auch kein Foul vom Baba. Nur normalen Ball abgenommen, also. Handspiel gibt es ja, glaube ich, auch nicht. Habe ich ja ausgestellt müsste. Außer ich habe vergessen, dass ich wieder eingestellt habe. Aber ob das ein Handspiel überhaupt war? Keine Ahnung. Nice. Ich wusste nicht, ob das Spiel das hinbekommt. Aber ich muss noch schießen. Deswegen muss ich da mich selber denken. Und ich mach das Ding. Let's go. Let's go. Torrekord eingestellt. Noch ein Tor. Und ich hab den Rekord. Let's go. Ich habe ihn übertroffen. Noch ein Tor zum Rekord killen und ich habe noch so viele Spiele zur Verfügung. Let's go. Yes, let's go. CR7, who dis? Messi, who dis? Lewandowski, Haaland, Mbappé, who dis? Es gibt keinen krasseren Stürmer wie Sascha Wiel. Junge! Ach da, der Alter, du sollst nicht tanzen. Kannst nach der Partie tanzen, Junge. Meine Fresse, ist er da am Rumdancen, ey. Junge. Wir haben noch Zeit auf der Uhr. Wir noch ein Tor machen. Dann habe ich den Rekord übertroffen. Habe ich 51 Tore. 50 war der alte Rekord. Der ist alt, der Rekord. Ich habe einen neuen Rekord.
Der Rekord ist alt. Shemedi, ich weiß, du kannst spielen. Super. Gut gemacht. Jetzt spiel so ruhig. Danke. Und dann verliere ich den Ball auch angeblich, ey, super. Kommt schon, Jungs, holt euch den Ball. Ich weiß, wir haben eine gute Führung, das heißt nicht, dass ihr die vertändeln könnt. Ups, gibt's Elfer? Nein? Gut. Da, der geht runter. Isco? Isco, Isco, Isco? Yes! Isco ist da, jetzt kann nur noch großes passieren hier. Großartiges passieren. Oder auch nicht. Naja. Aber wenn Isco nicht daran beteiligt war, aber die Situation war immer, wenn er beteiligt war, immer wenn er gespielt hat, es läuft. So. Deswegen sollte der den auch öfter einsetzen. Ich weiß, Isco ist alt, aber trotzdem, in der Wölf-Trainer-Karriere lasse ich auch die Oldies spielen und hat sich ja bewährt mit Thomas Müller, mit Courtois, mit Keylor Navas, mit Ramos. Das läuft einfach. Weiß nicht, warum der Trainer da so die. Ah, shit. Hier. Wobei. Hier. Spiel doch. Wobei ich eine Flanke fordern soll. Chamidi geht runter. Für Konate wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, viel Positives über Konate gibt es nicht wirklich, also. Ja, super. Danke, Konate. Ich weiß nicht mal, ob das seine Schuld war. Ich glaube, das war ja Babas Fehler gewesen, aber trotzdem. Super. Zu Spiel sollen ankommen. Ich bin Stürmer und krieg das besser hin. Und als Mittelfeldspieler krieg's nicht hin, würde ich mir Gedanken machen, aber. Ah, shit. Ich weiß auch nicht, was da runtergefallen ist von meinem Tisch, aber ist auch egal. Spielt keine Rolle. Ja, genau, ich werde auch noch umgeschubst, interessiert keinen. Scheiß Offiziellen. Ja, super. Und dann so ein scheiß Ball, ey. Als ob man den nicht besser spielen kann. Der hier kriegt so auch hin, der Typ da. Wobei, es war ein Mittelfeldspieler. Kein Verteidiger. Ich dachte, wollte gerade sagen Außenverteidiger, aber ich glaube, das war nicht der Außenverteidiger. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden und niemand hält mich auf. Und Deportivo kam geflogen, doch es interessiert mich nicht. Ah, verdammt, sie halten mich doch auf, verdammte Schweine. Maffeo raus für, keine Ahnung, ist ja auch egal eigentlich. Deswegen, gib Ball. Gut. Gut. Und wuppa. Ah, schade. Nachspielzeit noch versucht. Come on, gib. Lass mich ran, jetzt wird. Ah, shit, das wollte ich nicht. Gib. Okay. Torschussvorlage für Isco gibt es auch noch. Der verbeugt sich vom Meister. Let's go, wir werden Meister, Jungs. Ah, gut, dass Isco auch noch ein Tor darf machen durfte. Das so, hat er verdient. Hat er verdient, der Junge. Hat er verdient. Ah, hat er verdient. So wie er spielt, hat er es verdient. Ich würde auch gerne jedes Spiel mit dem spielen. Ey. Das wär perfekt, aber der Trainer macht das leider nicht. Was schade ist, aber. Ist okay. Wir haben gewonnen. Ich habe ein Tor erzielt. Ich habe den Rekord eingestellt und wir sind weiter auf Meisterschaftskurs. Das ist alles, was wir wollen. So. Das ist alles, was wir wollen, weil. Der Rekord, der ist jetzt eingestellt und geknackt wird er im nächsten Spiel höchstwahrscheinlich. Da kann niemand was gegen machen, Leute, dass dieser Rekord nicht gebrochen wird, also nicht geknackt wird, weil ich habe den ja jetzt schon eingestellt und wir haben ja noch Spiele zu gehen. Wir haben noch so viele Spiele, so ich muss gar nicht so pushen, aber ich würde den gerne jetzt schon eingestellt haben. So. Aber das kriege ich locker hin. Eingestellt, sag ich, geknackt haben. Eingestellt ist er ja. Ich habe so viele Tore wie CR7 in der Liga, in der La Liga. Ich kann ihn noch knacken. Und ich habe so viel Zeit noch dafür. Barca. Barcelona. Haben die gepatzt? Nee, haben sie nicht. Okay. Schade, dass wir vorher gepatzt haben. Sonst haben wir jetzt noch mehr Vorsprung. Aber ist okay. Und Agent, was willst du von mir? Weil, ja, mein Weg.
Mal gucken, ne? Roma haben wir hier. Haben wir hier Real Betis, wir haben hier West Ham, wir haben hier Aston Villa, wir haben Olympique Marseille, wir haben Napoli. So, dann gucken wir noch kurz nach den Aktivitäten. Weil, Spieler des Monats bin ich erneut. Yay! Oder war ich eher gesagt. Mitspieler loben, weil es läuft ganz gut mit denen. Investitionen? Investitionen? Dieses Spiel? Oh, das hat sich ausgezahlt. Ich wusste doch, der Walking Wheel zahlt sich aus. Kann ich nicht nochmal machen? Nein? Okay. Sportakademie, Restaurantkette. Aktienmarkt. Ja, machen wir mal hier Restaurantkette, hätte ich Bock drauf. Machen wir einfach Restaurantkette. Mal gucken, ob sich das auszahlt. Was, ich hab da noch Geld? What? Ja gut, dann kann man in den anderen Scheiß auch noch investieren. Ich dachte, ich hätte dann kein Geld mehr. Machen wir das auch noch. Warum ich. Ich bezahle kein Geld dafür? Was soll das heißen? Ich bezahle kein Geld dafür. Aha. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, okay, jetzt wird's aktualisiert. Okay. Einfach Geld voll ausgeben für Investitionen. Mal gucken, ob sich das rendiert. Das erfahren wir im nächsten Part. Ciao, Leute, und bis zum nächsten Part. Tschüssi.